Hallo, ich freue mich darauf, die nächste Übung zu zeigen, die ich mit meinem Partner machen kann, um die Kampffähigkeiten zu verbessern. Beim nächsten geht es wirklich darum, dass ich mal so meine Schläge anschaue, dass ich schaue, wie treffe ich auf und wie fühlt sich das an auf einem echten Mensch. Schauen wir uns gerade an. Mein Partner steht wieder da, einer Arm drückt raus, der andere rein. Das Ganze ist solid, er steht in einer Stellung rein, die Füße schauen nur nach vorne. Also, wir haben nicht das nach innen treten, sondern wir bleiben gerade. Nicht das hier, sondern gerade. Aber wir machen nicht so, wir machen nicht auf. Die Chinesen sagen, man verliert Qi, wenn man die Füße so fest aufmacht. So, wir sind da, es geht um den Schlag. Vielfach, wenn ich mit meinen Schülern übe, sehe ich, dass sie das gar nicht mögen heben. So dass das Handgelenk überhaupt keine Stabilität hat. Und das muss man erarbeiten, damit das etwas stabil ist. Jetzt, wenn ich gerade so schlage, treffe ich mit diesen drei Knöcheln auf. Und das übe ich da. Und es geht jetzt nicht darum, ihn zu zerstören. Für ihn ist es zwar eine gratis Abhärtungsübung, für mich aber ist es stabil bleiben, lernen auf etwas schlagen, das echt ist, im Körper, nicht ein Sandsack, nicht ein Stück Holz oder irgend so etwas, sondern wirklich, wie sich es anfühlt, auf etwas Lebendiges zu schlagen. Das Gleiche ist nachher bei dem dritten Schlag, wo ich dann mit diesen zwei auftreffe. Schauen, dass mein Handgelenk gerade und kontrolliert ist, ohne dass ich zu fest reinschlage und ohne dass ich versteife. So, dort, wo ich anschlage, dort bin ich nachher auch. Nicht abrutschen, nicht irgendwo, sondern schön kontrolliert. Und so weiter. Übt das nicht zu verbissen. Das heisst, es geht wirklich nicht darum, ich habe es vorher schon gesagt, meinen Partner kaputt zu machen oder mit mir blaue Ernst zu bescheren. Natürlich ist es gut, wenn das ganz leicht ein bisschen abhärtet, aber es geht wirklich nicht darum, dort reinzuschlagen, dass es ihm mega viel Schmerzen bereitet. Es geht darum, mein Handgelenk gerade kontrollieren zu lernen, um für ihn da eine gewisse Stärke zu generieren, die er auch im Kampf kann brauchen, um sich selber zu schützen. Viel Spaß beim Üben!